Bahndamm. Nicht so richtig viel los im Zugverkehr. Ich habe auch gesehen, dass es nur halt der 628er, der in Tschechien rumfährt, eingetragen ist. Irgendwie ein Doppelstockzug. Etwas schade. Man hat ja hier schon ganz gute, große, pompöse Bahnanlagen, in Anführungszeichen. Also in Anführungszeichen pompös. Da hätte man auch ein bisschen was draus machen können. Aber hat man nicht. Naja. Sadi, sadi. So. Das ist ja hier alles weitestgehend noch bekannt aus der Beta-Version, beziehungsweise auch aus meiner Version, aus der Chromium-Updated-Version. Da ist das ja nahezu genauso. Die Kreuzung hier ist ein bisschen an, also ein kleines bisschen anders. Ja, aber man wird hier einiges in Anführungszeichen wiedererkennen, beziehungsweise es wird halt erkennbar sein, weil es ist ja jetzt kein kompletter Neubau oder so, sondern es ist mehr so eine Fertigstellung quasi der Beta. Mein kommender Update war ja mehr so ein fahrbar machen der Beta, weil die Beta war ja mehr so, ja, hier habt ihr eine Map, macht mal was. So, freut euch einen Keks. Oh, hier sind sogar noch die Pfade von der alten Kreuzung, deswegen fahren die auch hier so ein. Ist ja gerade vor mir so ein Schlenker nach links gefahren. Da vorher noch so eine Insel war in der Mitte. Ja, aber es ist mehr so ein, ja, hier habt ihr mal gewesen bei der Beta. Und ja, jetzt hat man das halt quasi vervollständigt, also dass man das, was man damals schon hatte, so die Innenstadt, das gab es ja in der Beta nicht, weil. Ich glaube, irgendwie auch eine ältere Beta war. Die Innenstadt hat man jetzt halt wieder dazu gepackt. Ah doch, wobei hier links hat sich dann doch ein bisschen was an der Gestaltung geändert. Ist gar nicht so gedacht. Hier rechts auch. Okay. Das sieht etwas vollständiger aus. Das Hauptsache, was jetzt hier noch gleich ist, ist der Straßenverlauf. Die Autos da übrigens parkten etwas im Boden, weshalb sie keinen Schatten haben, was etwas Kacke ist. Ist auch irgendwie gar nicht viel los oder so. Nein, nein. Was ist denn das hier? Über die Kachel wechseln oder so. Oh, hier stehen ja überall Autos. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas geht wahrscheinlich gerade schon wieder in Omsi falsch oder so. So, hier links. König-Ludwig-Straße 3,5. Warum lässt sich denn jetzt hier die Ansage zum Beispiel nicht umschalten? Oder die Haltestellen umschalten. Alter, als ob jetzt hier ein Auto rübergekommen ist. So kacke hier. Ah, ich stelle gleich nochmal neu. Ja, irgendwas nicht sein. So. Ja, das geht mir zu sehr auf die Nerven. Toll.
So, jetzt aber. So, und damit sind wir schon an der König-Ludwig-Straße, die ist hier. Hier endet anscheinend auch der C44. So, was war das jetzt? War das der Bus? Ne, es war das Schild. Super. Schade. So, Moment mal. Jetzt muss ich aber. Jetzt stelle ich doch lieber zurück. Ist kein Bock hier mit 6 Minuten, vielleicht noch schon rumzufahren. So. Null, vier, eins. Drei war das, glaube ich. Null, null. Vier. Ich weiß nicht, ob er das C Sonderzeichen kann, wahrscheinlich nicht. Gut. So. Stadtgarten L1, LC41, ah ja. Was die Liniennummer schon weglassen. Wie sieht das mit Liniennummer weg aus? Naja, sieht auch kacke aus. C41. Da fahren ist ja gut. Oh, kann das bitte die Schnauze halten? Boah, ist das mies. So, jetzt endlich. Abfahrt. Aber ich bin mit dem Gerät leider nicht vertraut, deswegen. Ja, bitte meine. Huch. Warte mal. Moment mal. Da war gerade ein Geberbus. Nachhinein ist aufgefallen. Oh, toll. Packte mir irgendwelche random Busse wieder rein. Na super. So, ich kann die Ansagen wieder einschalten. Alter! Arschgeige. So, Ansagen wollte ich wieder einschalten. Fis Ansagen an. Fahrsituation. So, dann können wir eigentlich wieder weiter. So, da kommt keiner mehr. So. Ach, das scheint ein Iveco zu sein. Morgen. So vom Ton her. E-Ticket, lol.
eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. So. Sehr interessant. Die Tickets finde ich cool hier in dem BVG-Bus. Das ist witzig. Gefällt mir, gefällt mir. So. Jungs, ich stehe relativ stark schon drin, nahezu Kickdown, und es kommt nicht so viel. Es ist nicht der bestmotorisierte Bus und so. Aber er ist trotzdem ganz nett und er klingt auch eigentlich ganz gut. So. An sich gefällt es mir. Also das kann man schon mal machen. Ja. Ich war jetzt vorhin, als ich nach Hause kam, war ich etwas schockiert, weil ich hatte halt Jens von meinem Skiurlaub erzählt so ein bisschen, und was wir da halt so an Bussen hatten. Also wir hatten halt von dem Hauptunternehmer, ich glaube HPV hieß der, ich weiß nicht mehr genau, was das ausgeschrieben heißt. Also wen das interessiert, HPV Malnitz quasi. Moin. Ja, von dem hatten wir halt zwei verschiedene Busse, also einmal einen Citaro, so ein Dreitürer Ex-Land-Bus, glaube ich, war der. Halt so ein Ding in so ein O3-Teil. Und einen Intuo, also so ein O550. Ah, das ist nicht euer Ernst. Und dann hatten wir noch vom Subunternehmen, ich glaube Baderreisen hieß der oder so, hatten wir einen 415 UL und einen 415 UL Business. Und oh, scheiße, die Banden, was soll denn das hier? Hat mein Verkehr gar nicht so hoch gestellt, oder nicht? Warte mal, muss mal das ganz kurz nachgucken. Ja, und dann, oh doch, ja, hab ich doch. Hm. Toll. Diagnose Klappspaten. Mal. Ne, und dann wollte ich halt eigentlich nach Baderreisen suchen, bei die mir. Also ich glaube, die hießen so. Weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Sag mal, was soll denn das hier? Moment mal. Als ob jetzt hier trotzdem immer noch so viele Autos sind. Dann stelle ich das halt maximal runter. Was soll denn das? Kann nicht wahr sein. Dass wir hier quasi kaum vorwärts kommen, weil hier schon die Autos sind. So, jetzt wieder 200 Autos. Alter, was ist denn das? Scheiße hier. Ich meine, so komme ich doch niemals vorwärts. Ah, das spawnen hier wieder Menschen. Nee, Ding ist, da wollte ich eigentlich nach Bader reinzoomen und fand nichts genau. Sehr schön übrigens, dass man hier kein Gras macht. Und dann habe ich halt zufällig den Citaro gesehen, den ich, den wir halt hatten. Und zudem gab es halt einen relativ interessanten Beitrag, dass da wohl irgendein unbekannter Täter Radmuttern gelöst hat und sich bei dem halt mal ein Rad während der Fahrt, also es war wohl nur eine Betriebsfahrt, aber halt trotzdem Rad gelöst hat. Da war ich dann etwas leicht verunsichert. Hab mir so, doch nicht so gut. Vor allem, ich weiß nicht, wie das damals war, als das passiert ist, halt beim normalen Verkehr. Und es war halt bei uns immer so, dass der Bus immer so proppenvoll war, also dass wir halt wirklich komplett gequetscht haben und so weiter. Das war der reinste Horror. Im Prinzip, und dann halt auch noch mit den Skiern und so. Das war echt für den Arsch. Will ich echt nicht wissen, was da passiert. Oder was ist, wenn da wirklich mal sowas im normalen Betrieb in Anführungszeichen passiert. Ja, ist wirklich so ein Skibus da am Fahren sind.
Ach, dass sie reinkommt. Oh, jetzt ist die Haltestelle mal wieder nicht. Dankeschön. So. Jetzt geht's besser. Ja, das war halt sowas. Aber sonst war es eigentlich echt so Skiurlaub und so weiter. Das kann ich prinzipiell nur empfehlen. Es hat schon Spaß gemacht. So Skifahren an sich. Also mit den Schuhen zum Beispiel war es bei mir eine Qual, weil ich relativ. Also ich bin nicht der Größte, aber ich habe relativ große Füße. Also ich habe Schuhgröße 46. Und da habe ich glaube ich 48 gehabt und so. Und das hat immer noch nicht gepasst. Also nicht von der Länge her, sondern vor allem von der Breite, weil ich relativ breite Füße habe. Ja, hat das halt. War das halt echt, echt schwierig. Schwierig, schwierig. So. Oben hier. Ich sag mal wieder was trinken. Aber erstmal halten wir hier an. So. Guten Tag. Guten Tag. Türe zu. Super. Ich stehe schon wieder voll drin. Das mit der Motorleistung ist ein bisschen doof. Dass wir nicht so richtig vom Fleck kommen, aber ja. Was willst du tun? Was willst du tun? So. Freiheitsplatz. Ja, da hatte ich ja schon am Anfang gemeint, dass die neu dazugekommen ist. Im Gegensatz zu zum Beispiel zur Beta. Was auch irgendwie auf sich viele gewundert hatten und meinten so zu mir, ja. Ding jetzt eigentlich schon ziemlich scheiße, dass sie dich nicht erwähnen. Und ich dachte mir halt so, okay, warum sollten die mich erwähnen? Also das jetzige Krummenab 2019 Team. Weil, und das sage ich auch nochmal für alle dazu. Ich als Person und so weiter, habe nichts mit Krummenab 2019 zu tun. Sollten da irgendwelche Bestandteile von Krummenab Update dabei sein, dann weiß ich davon nichts. Also da ist nichts in die Regel in die Richtung abgesprochen. Ich habe auch nicht daran mitgewirkt oder sowas. Und es hat prinzipiell auch nichts mit Criminal Updated zu tun. Einzige, was gleich ist, ist, dass Criminal Updated und diese Version so gesehen auf der Beta aufbauen, nur halt jeweils zwei verschiedene Versionen sind. Das ist so ein bisschen wie Alheim V3.1 oder Alheim V3 und Alheim Lauensbach. Alter. Ja, das hat der BVG-Zitter leider auch irgendwie an sich, dass die Haltestellen man manchmal nicht so richtig lösen möchte. Jetzt. Etwas nervig auf die Dauer. Ah. So. Ach Mist, ich wollte das trinken, ne? Schade. Muss ich am Hauptbahnhof machen. Da habe ich glaube ich auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zur S-Bahn, zum Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zu weiteren Buslinien. Juhu.